Im Münchner Norden liegt unsere Stadt. Ja, herzlich willkommen. Ich darf begrüßen den Florian Flügel. Ich grüße dich erstmal, hallo. Hi. Wie war für dich die erste Woche? Anstrengend, aber ja. Wie anstrengend? Konntest du abends noch dich ins Bett quälen oder ging das auch nicht mehr? Ja, war schon schwierig. Meine Freundin musste mir schon helfen. Nee, aber anstrengend zur Vorbereitung mit dazu. Und ja, nee, hat trotzdem Spaß gemacht, wieder am Ball zu sein. Das hört sich doch schon mal sehr schön an. Das wird mich bestimmt dem Pierre freuen, dass du deine Muskeln überall gespürt hast. Kommen wir mal kurz auf die Mannschaft. Wie hat die dich jetzt aufgenommen in den ersten Tagen? Ja, eigentlich nicht so, wie ich mir gewünscht habe, aber nee. Im Endeffekt habe ich schon ein paar Leute gekannt und es ging recht schnell. Die Mannschaft ist wirklich human und alle haben da wirklich dazu beigetragen, dass ich mich hier sofort wohlfühle und bin daher auch sehr froh, dass mir die Mannschaft dann eben die Möglichkeit gibt, mich so schnell zu integrieren. Das hört sich ja schon mal sehr schön an. Am Anfang habe ich erst gedacht, oh mein Gott, was ist denn jetzt los? Was ist dein persönliches Ziel für die Saison? Dass wir einfach eine gute Runde spielen, dass wir kaum Verletzte haben, dass wir wirklich jeder für den anderen kämpft, da ist und dann, dass wir einfach auch dann eine schöne Saison spielen, wo wir dann auch sagen, okay, mit der können wir absolut zufrieden sein. Wenn du schon gerade ansprichst, schöne Saison, absolut zufrieden, was könnte dann am Ende der Saison für den Verein eine schöne Saison sein? Eine schöne Saison ist immer Interpretationssache. Ne? Nee, einfach nichts mit den Abstiegsrängen zu tun haben, so früh wie möglich das fix zu machen. Habe da letzte Saison so eine kleine schöne Erinnerung am letzten Tag, ne, ja. Letzte Sekunde, aber nee, einfach gesichertes Mittelfeld, wäre ich schon sehr zufrieden. Und je früher der Klassenerhalt feststeht, desto besser. Dann drücke ich mal die Daumen, dass deine Worte auch Gehör finden, auch bei deinen Kollegen, damit du nicht wieder zittern musst. Aber ich gehe davon mal aus, dass wir es dieses Mal wieder auch so spielen, dass wir auch wieder die Klasse vernünftig halten. Und mal schauen, was nach oben geht. Ich sage erstmal danke an dich, wünsche dir noch viel Spaß. Und wir werden uns in der Vorbereitung bestimmt nochmal sehen. Alles klar. Danke euch. Ciao.